Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Ob Rechts- oder Linksverkehr, dafür ist jedes Land selbst verantwortlich. Die Vereinten Nationen haben 1949 lediglich Folgendes festgelegt. Jeglicher Fahrzeugverkehr, der in dieselbe Richtung fährt, soll auf der gleichen Seite der Straße fahren. Und diese Seite sollte im ganzen Land einheitlich sein. Die Briten und die Iren haben sich allerdings schon viel früher für den Linksverkehr entschieden. Bereits 1835, als es noch gar keine Autos gab, haben die Sportsfreunde auf der Insel den sogenannten Highway Act verabschiedet, der den Linksverkehr vorschreibt. Und so ist das auch noch heute. Schuld am Linksverkehr in Großbritannien sind wahrscheinlich rechtshändige Reiter. Der Rechtshänder steigt zunächst mit dem linken Bein auf das Pferd, beziehungsweise er schwingt erst das rechte Bein über den Rücken des Pferdes. Das Pferd guckt, in dem Fall vom Reiter aus gesehen, logischerweise nach links. Damit das Pferd jetzt nicht auch noch gewendet werden muss, blieb man einfach auf der linken Seite. Heutzutage fahren wir auf dem europäischen Festland rechts, weil zu Beginn des 20. Jahrhunderts die meisten Länder Rechtsverkehr hatten. Deshalb drängte das sogenannte Beratende und Technische Komitee des Völkerbundes für Verkehrs- und Transitfragen 1927 ausdrücklich auf eine Vereinheitlichung, sodass zumindest in Kontinentaleuropa rechts gefahren wird. Und deshalb ist das so, nur eben bei den Briten nicht. Radio SAW deckt auf, gibt's auch als Podcast und zum Nachhören in unserer App oder auf radiosaw.de.